Freunde, wir wollen uns heute endlich mal mit der neuen Crafters Companion Box beschäftigen, die es bei Stempelmühle jetzt im Januar 2022 gibt. Das ist jetzt hier die Nummer 41. So, na dann schauen wir mal. Wir haben die ja wieder so verpackt. Jetzt müssen wir da immer mal reingucken. Hier sind wieder solche Strasssteinchen, aber die sehen diesmal richtig cool aus, so mit Glitter drin. Ja. Strasssteinchen. Dann haben wir Stempel, die sind ja das kleine. Mhm. Nur ein paar kleine Worte. Kann man das sehen? So ein bisschen. Warte, ich hol mal dich da rein. Ist ja logisch auf Englisch, aber ist nun mal so. Musst du dich dran gewöhnen, langsam, du alte Oma. Dann haben wir hier Schleifenbänder wieder. Verschiedene Größen, verschiedene Sorten. Obwohl du ja Englisch noch besser kannst wie ich. Ja, weil ich das öfter mal lesen muss. So, dann haben wir hier diese, wie heißt das, diese mal, Statement Sentiment Dice. Also, das wird immer schwieriger. Also, das sind jedenfalls irgendwelche Sprüche, die man auf die Karten oder in die Karten reinstanzt. Und da haben wir hier Love. Ja, Englisch, rückwärts auf den Kopf zu lesen, ist ja auch nicht so einfach. Naja, werden wir sehen, wie wir das ausgestanzt haben. Freut euch, bleibt neugierig. Und haben wir hier Karten. Kartenrohlinge, weil die mal ein bisschen anders vorgefalzt sind. Oder was? Nee, die sind einfach nur so dicke. Nee, einfach ganz normale Kartenrohlinge. Hier auch diese 15x15er. Hier haben wir dann die Umschläge dazu. Ja. So, kommen wir schon zum Papier. Hier haben wir dann das Designpapier dazu. Sternchen, Herzchen, Blümchen. Oh ja, alles wieder dabei. Und dann die passenden einfarbigen Papiere, die man damit dann vermischen kann. Dass das alles immer farblich passig zusammen ist. Die man Gott sei Dank auch für andere Sachen benutzen kann, ja. Ja, weil ich immer nicht gerne so viel Papier auf eine Karte klebe. Ich weiß auch nicht, warum, dann bin ich so geizig. So, ich habe mir dann jetzt erstmal eine passende Kartengröße ausgesucht. Hier haben wir jetzt nochmal diese Worte, die man ausstanzen kann. Das ist jetzt einmal with love, also mit Liebe, und einmal Happy Birthday. Wir nehmen jetzt einfach mal Happy Birthday, weil man die Geburtstagskarten eben am meisten braucht. So, und jetzt ist es eigentlich so gedacht, dass man hier oben anfängt, das auszustanzen, also auf dieser Klapplinie. Da mag ich aber eigentlich immer nicht. Dann muss jetzt dieser Strich hier auf dieser Linie, da ist hier extra so eine Einbuchtung, hier ist auch so eine Einbuchtung. Und dann steht dieses Happy nachher oben drüber. Dann passt das aber in keinen Umschlag mehr rein. Und das ist jetzt nicht so mein Fall. Ich finde es schöner, wenn man das hier oben reinstanzt, dieses Happy Birthday. Und da muss man jetzt natürlich gucken, dass man das gerade hingestanzt kriegt. Das muss hier oben, darf es nicht drüber sein, sonst hast du ja bloß das halbe Wort. Und trotzdem musst du das irgendwie gerade haben. Dieser Strich hier muss ja gerade sein. Also mache ich mir erstmal einen geraden Strich. So, ich lege das jetzt einfach hier mal so an, weil ja hier diese Linie ist, wo es eigentlich umgeklappt werden soll. Sehe zu, dass mein Lineal im rechten Winkel an der Ecke da anliegt. Machen wir mal hier so einen Strich und hier so einen Strich, wo diese beiden Kanten, diese Einkerbungen da eben hin müssen. So, jetzt muss das hier hin und da hin und dann hat man das nämlich gerade. Ist ja nicht. So, das muss man jetzt auch festkleben, damit sich das nicht wieder verschiebt. Hier einfach mal fest. Und dann schieben wir es durch die Gemini. Aber die Karte natürlich aufklappen, man muss daran denken. Das soll ja nur durch einen Teil durchgestanzt werden. Kann man das hier wieder abmachen. Jetzt muss
müssen wir da noch ein bisschen schneiden. Müssen wir einmal hier oben an diesem Strich von der Karte schneiden. An dem Knick. Dann das, was hier eingestanzt ist. Und hier nochmal das restliche Stückchen. Das ist ja raffiniert eingefädelt. So, und dann haben wir das hier ausgestanzt. Ja. Dann muss der Hintergrund noch ein bisschen farbig gestanzt. Muss der Hintergrund noch ein bisschen gemacht werden, aber das hier gefällt mir immer noch nicht. Das ist noch nicht richtig gerade. Schneiden wir einfach noch gerade. So, jetzt sieht das besser aus. So, jetzt muss da natürlich ein Hintergrund hinter, hat man ja gerade festgestellt, weil das so noch nicht gut aussieht. So, jetzt muss man sich überlegen, wie man das weiter gestalten möchte. Wir schneiden uns jetzt einfach nochmal in der Größe, wie hier der ganze Hintergrund ist, schneiden wir uns jetzt nochmal ein farbiges Papier aus, was wir dann hinter die Vorderfront kleben, dass man das so als ganze Karte dann nachher hat. So, die Maße sind natürlich jetzt irgendwie ein bisschen doof. 15,2, das ist nicht 15 mal 15, sondern 15,2 mal 15,2. Aber das kann man ja so zuschneiden. Man hat ja dafür extra so ein Lineal, dass man das jetzt genau hier hintersetzen kann. Jetzt muss man das natürlich hier genau in den Knick so reinsetzen. Ja. Und vorne erstmal festkleben, also vorne an die vordere Laschflasche hier mit festkleben. Ja. So, da muss ich jetzt hier überall erstmal Kleber ran machen. Diese Buchstaben hier oben müssen ja mit festkleben. An dem Papier. Und vor allem dieses hier. Und fertig ist der Lack. Und festkleben. Man gut, dass mein Kleber sich abruppeln lässt. War wieder zu viel Kleber. Dann habe ich mir jetzt überlegt, was man jetzt hier unten noch machen könnte. Dafür haben wir ja noch Designpapiere und das einzigste Papier, wo jetzt diese Farbe hier mit drin ist, sind jetzt hier diese Sternchen. Also schneide ich mir jetzt hier unten noch mal so ein Teil zurecht, was da hinpasst. Da haben wir dann jetzt bloß noch 9,2 cm mal 15,2 cm. So, das passt dann hier unten drauf. Und dann haben wir jetzt eine dreifarbige Karte. Das ich erstmal hier drauf kleben. Jetzt könnte man noch überlegen, ob man noch irgendwie Na, ich hätte die Perlen in die Sterne gemacht. Die Perlen in die Sterne. Naja, dann glänzt die, glitzert zu wenigstens. Ist auch eine Idee. Ja, man könnte jetzt hier irgendwie noch ein Band einarbeiten, aber das passt mir irgendwie farblich nicht. Man könnte jetzt diese, das lutscht sich aber weg, das Rot passt mir irgendwie nicht und das Blau passt mir da auch nicht. Da hättest du ein anderes Designerblatt nehmen müssen. Passt mir da auch irgendwie nicht so recht. Dann macht das, wie ich das gesagt habe, mit den Perlen. Mach mal da Perlen drin, genau. Strass. Angepasst werden. Das wackelt und hat Luft. So, dann kommen jetzt hier noch so Glitzerpunkte mit drauf. Das ist die Karte. Oh, sie glitzert. Hast du Dolly drückt, das tut dann auch weh. Kann sich auch mit Klebepunkten verletzen. Das ist richtig schön. Ja. Zum Geburtstag kann man ruhig mal ein bisschen Glitzer haben. Muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Doch, bei mir muss man. So, dann habe ich mich dazu entschlossen. Wir haben jetzt hier lila dazu. Wir haben jetzt lila praktisch hier in der Mitte. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache hinten auch noch mal lila. Jo, passt. Draufkleben und dann sieht die Karte passig aus. So gefällt es mir jetzt. Ja.
Man kann mit dieser Karte natürlich noch viel mehr machen, wenn man seine Sets, die man schon besitzt, mitverwendet. Ich habe jetzt hier nur mit dem eigentlichen Set gebastelt, was jetzt hier alles in dieser Box mit drin ist. Und wenn ihr jetzt noch andere Sachen habt, ihr könnt da noch mit hinstempeln, ihr könnt da noch irgendwas anderes draufkleben, dann sieht das schon wieder noch ganz anders aus. Aber so ist es jetzt erstmal eine passige, stimmige Karte. Ja. So, die Box beinhaltet ja dann noch eine andere Stanze, die man nutzen kann, viele andere Papiere. Ihr habt sicher noch andere Ideen, wenn ihr jetzt, wie gesagt, eure eigenen Sets da noch mit verwendet, eure eigenen Stempel, eure Blümchen, die ihr gebastelt habt oder was auch immer. Also ist ein schönes Set, kann man nicht meckern. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach.